Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft Mars Recall. Die siebte Mission steht an. Das Netz zieht sich zu im Umlaufbahn um den Planeten Shakuras. Es wird Zeit, nach Shakuras zurückzukehren. Ich habe da noch eine Rechnung offen mit Ras Agal, der Matriarchin der dunklen Templer. Ich muss sie aus dem direkten Einflussbereich ihres Stammes entführen, bevor wir auf Char den endgültigen Angriff gegen den Overmind beginnen können. Ihre Verteidiger werden allerdings etwas dagegen haben, wenn wir Ras Agal so einfach mitnehmen. Außerdem haben wir noch ein weiteres Problem. Unsere Overlord-Rassen haben eine Art Virusinfektion entwickelt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir sie für unseren Angriff als Transportmittel verwenden können. Die Pylonencluster generieren ein elektromagnetisches Feld, das die Bewegung unserer Flugeinheiten verhindert. Wir werden nicht die geringste Luftunterstützung erhalten. Dann brauchen wir eben eine neue Strategie. Vielleicht wäre es am besten, wenn wir ein Ablenkungsmanöver inszenieren könnten, meine Königin. Und in dem dabei entstehenden Durcheinander die Materialchen entführen. Was genau hast du vor, Duran? Der Protoss-Außenposten auf Talimatros ist auf einem großen Tafelberg gelegen und praktisch unverwundbar gegenüber Angriffen vom Boden aus. Seine Energie allerdings erhält Talimatros von einigen umliegenden Pylonenclustern und wird auch von diesen unterstützt. Ich bin der Ansicht, dass wir die Energiegitter von Talimatros durch Überladung zum Kurzschluss bringen können, wenn wir innerhalb dieser Pylonencluster eine starke Energiespitze erzeugen könnten. Die daraus resultierende Explosion ist eine perfekte Tarnung für die Entführung der Matriarchin. Sauber, einfach und gerissen. Das gefällt mir. Dann mal los, Duran. Cerebrat, du wirst Duran Deckung geben, wenn er die Pylonencluster infiltriert. Räume alles aus dem Weg, was dir in die Quere kommt. Alles klar, dann gehen wir das doch mal an. Also einmal Duran zu jedem Tagsignalgeber bringen und Duran muss überleben. So, meine Lieben, wenn wir es auch hier nochmal abkürzen würden. Ihr baut mal bitte ab. Dann Nachschub. Dann geht einer hier runter. Ihr drei geht dann da nachher abbauen. So, euch können wir dann später zu Schleichern machen, wenn es soweit ist. Extraktor. Aber jetzt müssen wir halt erstmal gucken, dass wir hier Mineralienzeug beikriegen. So. Wie gesagt, hier haben wir dann die Teile, wo wir hin müssen. Wir haben dabei auch schon mal ein Brutschleimpool und Hydralisk. Cool. Oh, ich glaube, hier kann auch ein Führer rein. Das sollte passen. Dann bauen wir eine Runde Overlords. Mineralien lieben. Ja.
So. Dann haben wir erstmal eine Runde Ruhe, denke ich. So, dann wird hier, glaube ich, auch schon direkt mal, was nicht, 10 Drohnen nehmen, die hier ein bisschen aufpassen. Probieren nämlich schon mal einige Kolonien hin. Obwohl, wir haben jetzt. Ne, wir brauchen erstmal mehr Drohnen, die Mineralien abbauen. Tatsächlich. So, ihr macht euch aber, glaube ich, ganz gut. Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich packe mal einfach mal hier hin. Ich glaube, hier kommen sie dann eher mit Luft, hier kommen sie eher mit Bodeneinheiten. So, das machen wir dann auch zur Sporenkolonie, wenn wir das denn mal können. Nämlich schon mal hin. Was brauchen wir? Ich glaube, dafür brauchen wir eine Evolutionskammer. Okay, dann mach du bitte mal eine Evolutionskammer. So, und ihr könnt ja schon mal anfangen, wo ihr braucht. Sorgen wir jetzt hier. So, schnell wir rein abbauen. Nächster Angriff. Was mit getarnten Einheiten? Overlord. Schau dir das doch mal an, bitte. Ihr müsst ihr so unglaublich langsam sein. So, dann könnt ihr schon mal zu Spornkolonien werden. Fangen wir doch einfach schon mal an. 1, 2, 3. Und gleich Nummer 5. Jetzt. Versehentlich da unten noch eine mitgenommen. Okay. Kostet das für die Spornpolonien auch Mineralien? Okay, na gut, wir haben jetzt eigentlich fast nur Sachen gebaut, die Mineralien kosten. Jetzt werde ich gerne wieder mehr Drohnen. Damit mehr Mineralien. Gemacht. Ja, das ist gerade so ein bisschen das größte Problem an der ganzen Sache. So, sehr schön. Lieber, glaube ich, nochmal eine Truppe. Hinschicken. Jawohl. Das, was wir haben, baut hier ab.
Dann holen wir gleich das mit dem Schleichen. So. So, und jetzt sollten hier langsam mal Mineralien reinkommen. Meine Güte. Das Pien läuft zum Glück. Soweit. Wo noch ein Turhydralisken? Ach stimmt, hier können wir auch mal anfangen. So, das läuft jetzt hier aber wenigstens. Sehr cool, sehr cool. Ja, die kommen jetzt her. Danke. So, was kostet das? Ja, genau, 1500. Okay. Das sollte aber tatsächlich reichen als Verteidigung hier. Hier so ein bisschen aufteilen. Sehr gut. Dann locker, locker, locker. Für Lurker. Okay. Die könnte ich mal dahin platzieren. Gut, wenn ihr soweit seid, direkt mal eingraben. Okay, das sollte passen, denke ich. So, noch eine Runde Hydralisken. Dann legen wir langsam mal los, würde ich sagen. Wo haben wir Duran? Sehr schön. Ihr baut hier schön fleißig ab. Du kannst ja nämlich auch gleich mal mitkommen. Jetzt brauchen wir dafür noch ein Königinnest. Na, vielleicht sollten wir dann auch erstmal hingehen. Nur so ein bisschen Nachschub kümmern. Upgrades natürlich nicht vergessen. So, dann fliege ich gleich mal los und ihr baut ein bisschen Gebäude. So, dahin. Ich brauche noch die Ultralistenhöhle jetzt. Vergifter setze ich ja nicht ein. Großartig. Okay, wir sollten glaube ich schon den ersten Angriff führen. Nehmen wir noch ein Warlord mit. Platzieren hier einfach noch ein paar. Wo wären wir die Detektoren schon da? Ihr seid fertig, cool. Leider wird gerade hier noch gebaut.
Na dann. Okay, da wir gerade so viel Zeug übrig haben. Zerklinge bitte. Die sind natürlich auch nicht verkehrt. Gleich nochmal eine Runde Overlords produzieren. So wie das aussieht. Aber da haben wir relativ schnell unser Limit. Das ist ja vielleicht nicht schlecht. Beziehungsweise sind wir Einheitenlimit dran. Wir brauchen uns da keine Dinger mehr drum machen. Ich kann mal zwei Warlords mitnehmen. Komm. Ist ja nicht so alleine. Ich glaube, der freut sich dann. Sehr schön. Gut, da brauchen wir eh den Schwarmstock für. In Ordnung. Haben wir genug für einen runden Hydralisken? Das sollte passen. Ich überlege allerdings gerade, wo wir gerade noch so viel übrig haben. Einheitproduktion. So, die Hydras kommen. Kann ich irgendwie behilflich? Setzen auch nicht, ne? Fuck, fuck, fuck. Dann halt dahin. So, okay, also Mineralien laufen. Gas noch nicht so ganz. Was? Du wirst jetzt bitte mal zur Ultralismenhöhle. Sehr schön. Das wird dann auch so langsam. Ja gut, dann sollten wir hier hoffentlich alle mit einfangen können. Oder ich mache einfach einen Shortcut auf die Dings. So, noch mehr Hydralisken. Echt gerade. Dann ziehen wir schon mal los, würde ich sagen. Mit den Ultralisken müssen wir halt auch noch ein bisschen warten. Na gut, ich glaube, wenn ihr jetzt fertig seid, also gar nicht so dumm, wieder direkt mehr Overlords zu machen. Wir haben oben noch Mineralien, sehe ich gerade. Aber ich glaube, da kommen wir nicht so einfach hin. So, Truppe. Let's go. Geht's auf jeden Fall schon mal hoch. Ah. Okay. Gut zu wissen. Drohnen bitte. Dahin. Die da direkt schon mal abbauen.
Sehr schön, sehr schön. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das legt ihr mal bitte. So. Einmal. Zweimal. Und eure Bauvorhaben immer. Ich glaube, das nutzen wir einfach dann als Verteidigung. Obwohl, ne, wir nehmen einfach Hydralis ganz Verteidigung. Ich glaube, das ist sinnvoller. Spart halt eine Menge Stress und Arbeit. Wenn die dann mal fertig sind. So, wie viel Ultralisken kann ich denn jetzt schon mal holen? Nicht viel. Das ist ja in der Mache. Hoffentlich. Da ist nicht mehr so unglaublich viel drin. So ist es. Ihr könnt mal hier mit der Truppe mitgehen. Ich bin da. Fangen wir nämlich hier schon mal an, ein bisschen Sachen einzunehmen. Dankeschön. So, hier unten werden wir noch eine zweite Basis hinstellen. Cluster auf Überladung gestellt. So. Dann hätten wir das nämlich schon mal ab nach unten. Waren das nicht mehr? Der Schwarmcluster wird angegriffen. Mhm. Oh. Oh, da brauchen wir natürlich ein bisschen Unterstützung gerade. Der Schwarmcluster wird angegriffen. So, dann bauen wir das gleich nochmal neu. Schön. Ihr macht euch. So, genau. Ihr könnt hier wieder weiter abbauen. Du kannst mal hier eine neue Gutstätte hinsetzen, dann sollten wir direkt, glaube ich, hier auf Verteidigung gehen. Ihr passt dann drauf auf. Dann ist gut. So. Hier das gleiche, bitte. Gutstätte. Extraktor dahin. Drei Stück zum Abbauen. Zieht das mal wieder los. So. Mineralien gehen ab. Sehr schön. Dann holen wir mit, was wir kriegen können. Ich hätte noch einiges an. Hoffentlich gleich wieder.
es hier dann mal fertig wird. So, aber das wird. Dann könnt ihr hier mal schon ein bisschen Weg frei machen und schon mal nach oben weiterziehen. Hoppen, wo geht's hier hin? Gibt's hier eventuell auch noch Mineralien oder irgendwas? Oh. Ich glaube nur Mineralien, ne? Ja. Okay, ja gut, das unten wäre dann halt für Gas. Hier ist dann hauptsächlich Mineralien, okay. Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass da Overlords verloren Ultralisken verloren gegangen sind. Weiß dabei. So. Ihn bitte schnell zerlegen. Bevor der mir hier Einheiten übernimmt. Die sind jetzt nur festgehalten worden erstmal. Gehabt. Uran. Hylonencluster auf Überladung gestellt. Sehr schön. So, ihr seid fertig. Hydralisken zur Verteidigung. Und baut mal ab. Ihr könnt ein bisschen hier abbauen. Ihr seid aber auch okay. Mit euch? Obwohl, nee, Quatsch. Ihr geht jetzt hierhin abbauen. Tatsächlich. Oh, ihr... Ach so, ihr kommt hier nicht mehr raus. Wie mir scheint. Oder? Das ist dann natürlich ungünstig. Gut, dann muss das leider weg. Evolution abgeschlossen. So, zack, zack. Unsere Truppe hier. Oh, das ist natürlich nicht gut. Ja, ja. Wie lange ihr dann braucht für runter. Warte mal, ich glaube, wir konnten ja. Konnten wir hier schon hoch? Ich bin da. Du kannst natürlich auch. Komm, geh nochmal zurück. Oh, was sind noch Hydralisken hier hin? Das haben wir. Das wird auch zum Abbauen jetzt genutzt. Sehr gut. Wir haben, holen uns Verteidigung. Wir haben Overlords zum Aufpassen. So. Kannst euch mal noch da runter. Das läuft, das läuft, das läuft. So, haben wir unsere Truppen. Glaube schon. Dann hätte ich gerne noch ein paar Hydralisken für ihr.
können das verstärken. Hier waren auch Hydralisken, sehr gut, aber Ultras. Bis dann die Mineralien ausgehen. Das sollte dann jetzt passen. Da noch mit dazu. Alles an Hydras, was wir noch haben. Dann haben wir die Truppe soweit fertig. Sehr schön, sehr schön. Ja, das sollte passen. Hier haben wir Verteidigung stehen. Wir brauchen uns Verteidigung hier unten. Ups, eins bitte. Läuft zu weit. Ja. Ein paar Overlords. Obwohl einer reicht tatsächlich. Egal. Yo. Und wir gehen uns nochmal nach oben. Hier oben ist ja auch noch was hergekommen. Ach stimmt, Upgrades. Fast vergessen. Mal noch dahin zu unterstützen. Obwohl, die kommen, geht da mal hin. Ich bin da. Ab und an kommt da ja doch noch was nach. So, auf zum nächsten. Nächsten Ecke. Ihr könnt mal da noch was hinbauen. Noch mehr Vespin. Aber ich glaube, Vespin haben wir jetzt mittlerweile auch genug. Großartig nachproduzieren brauchen wir ja nicht. Daher. Sprengladungen eingestellt. So, jetzt zieht das also schon mal runter. Okay, wie ihr meint. Ja, und jetzt geht's, glaube ich, hier unten weiter. Sehr mutig, die Overlords, aber die nehmen halt immer den direkten Weg. Alles klar, so, ja, ihr baut ab. Gruppe ist unterwegs. Hier, genau. Mal los, meine Lieben. So, du hast es nicht wieder geschafft, einen der Ultralisken zu schnappen. Das war tatsächlich das letzte Mal mein Todesurteil. Leider ist das bei mir auch schon der zweite Anlauf für eine Mission. Der ist halt jetzt dummerweise auch unverwundbar. So, dann macht ihr bitte mal hier alles platt und hoffe ich mal, dass es jetzt besser geht. Erstmal ziehe ich Duran hier raus, weil der mir nämlich bei der Aktion draufgegangen ist. So, dann machen wir einmal kurz aus und wieder an. Du bleibst aber jetzt unverwundbar. Das ist halt ziemlich beschissen. Na gut, dann haben wir jetzt quasi einen... Oh,
dauerhaften Gegner hier mit dabei, wie es scheint. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem bei den Gegnern. Aber gut. Ist halt dann so. Dann lass uns davon einfach nicht beirren. Und ja genau, lauft einfach, nicht mehr angreifen, sondern laufen. Müssen wir den Rest hier noch zerlegen. Das kann mal weg. Das kann mal weg. Kannst ganz schnell weg. Fuck, zu viele. Einmal. Ich hätte vielleicht nur Zerglinge reinschicken sollen. Das wäre wahrscheinlich die sinnvollere Aktion gewesen. So, wütet und wütet. Uran, schau mal hier drauf bitte. Wenn du da durchkommst. Sprengladungen eingestellt. So, dann wütet mal durch. Dann haben wir da oben noch die letzte Sprengladung. Ja, da haben wir allerdings noch ein bisschen was an Weg vor uns. Das so aussieht. So, los, los. Reinkommen. Upgrades haben wir, glaube ich, keine mehr zu machen hier soweit. Doch, haben wir sogar noch. Aber stellt sich halt auch die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. Ob sich das noch bemerkbar macht. So, dann könnt ihr nämlich hier einmal durch, alles weghauen, was irgendwie im Weg ist. Duran geht auf die letzte. Ist hier drauf. Dieser Laster ist zur Überladung bereit. Meine Königin, die letzte Sprengladung ist gelegt. Kalimatros wird auf deinen Befehl hin explodieren. Nun gut. Cerebrat, schick meine Lakaien auf den Planeten hinunter und lass sie die Materialchen holen. Duran, lass die Sprengladungen hochgehen. Zündung beginnt. Ja, damit hätten wir auch die Mission erledigt. Hab ich damals auch, also als ich das erste Mal gespielt habe, sehr beeindruckt. Ich fand es auch sehr cool mit diesen ganzen Pylonen, die dann alle so schön synchronisiert explodieren. So ein paar Sachen, die sie hier beim Blu-ray mit reingebracht haben, gerade was den Kampagnen-Editor angeht, fand ich sehr, sehr cool. Aber gut, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.